Schon seit vielen Jahren ist das Erscheinungsbild des Zwickauer Bahnhofsvorplatzes Stein des Anstoßes bei den Zwickauern. Die Problematik brennt aber nicht nur den Bürgern unter den Nägeln. Auch im Zwickauer Stadtrat wird seit vielen Jahren darüber diskutiert. Nun kommt Bewegung in die ganze Sache. Dabei ist der Bahnhofsvorplatz nur ein Baustein. Geplant ist eine Komplexmaßnahme Bahnhofsvorplatz, Querverbindung Straßenbahn, Innenstadttangente. Die Grundlage dafür wurde im Grundsatzbeschluss aus dem Jahre 2016 gelegt. Um im Jahr der Landesausstellung Boom 500 Jahre Industriekultur in Sachsen den mit dem Zug ankommenden Gästen einen einigermaßen akzeptablen Bahnhofsvorplatz zeigen zu können, wurden 150.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt dafür verwendet, um ein paar grundlegende Dinge in Ordnung zu bringen. Auf einem gemeinsamen Rundgang mit dem Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn Anfang Mai diesen Jahres war klar, dass diese Maßnahmen auf längere Sicht gesehen noch lange nicht alles gewesen sein kann. Ziel ist es, den Platz grundhaft umzugestalten. Um die Medien auf den aktuellen Stand der Planungen zu bringen, fand am Freitag letzter Woche eine Zusammenkunft im Zwickauer Rathaus statt. Informiert wurde zunächst darüber, dass Ende 2023 endlich mit der seit rund 15 Jahren geplanten Umgestaltung des Zwickauer Bahnhofsvorplatzes begonnen werden soll. Diese Umgestaltung ist aber nur ein Baustein einer Komplexmaßnahme, welche darüber hinaus den Neubau der Querverbindung der Straßenbahn an die Werdauer Straße sowie den Bau der Innenstadt-Tangente zwischen Reichenbacher und Werdauer Straße beinhaltet. Wie der aktuelle Stand ist, erfuhren wir von Zwickaus Baubürgermeisterin. Ja, wir haben die Vorplanung nahezu zum Ende gebracht für die gesamte Maßnahme, also Umgestaltung Bahnhofsvorplatz mit Anbindung nach Marienthal. Wir wollen jetzt den nächsten Planungsschritt gehen bis zur Ausführungsplanung, wo dann also auch die Planungsdetails abgestimmt sind und der Haken dran gemacht ist. Diese Vorlage soll im Bauausschuss am 5. Oktober zur Abstimmung stehen und die Stadtverwaltung, dass die städtischen Verkehrsbetriebe und auch ich persönlich, wir haben im Sinne der Zwickauer uns auch Gedanken gemacht, wie die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgezogen werden kann, dass wir diesen Bereich herausziehen und wir haben nach unserer gegenwärtigen Zeitplanung das so eingeschätzt, dass wir im Jahr 2023 mit der Ausschreibung der Bauleistungen für den Bahnhofsvorplatz beginnen können. Parallel haben wir uns auch schon Gedanken gemacht und Abstimmungen geführt im Hinblick auf die Finanzierung für die Fördermittel und uns auch darum gekümmert, dass es möglichst einfach wird, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, dass wir hier kein sogenanntes Planfeststellungsverfahren brauchen, sondern den gewohnten Ablauf nehmen können, Planung, Ausschreibung, Bauen. Es wurden ja heute drei Projekte vorgestellt und da gibt es ja einen Favoriten, ne? Ja, es gibt die sogenannte Vorzugslösung, die hier auch von den drei beteiligten Partnern mit auch so herausgearbeitet wurde. Ich persönlich sehe es als sehr großen Vorzug, dass wir bei einem Havariefall oder bei sonstigen Störungen hier flexibel reagieren können. Ich möchte den Zwickauern so erklären, es reicht schon ein Falschparker auf der Bahnhofstraße und das ganze Netz würde lahm liegen. Mit der Vorzugslösung kann im Störungsfall die Bahn auch von Marienthal zum Hauptbahnhof und wieder zurück nach Marienthal. Wir können flexibel reagieren beim Weihnachtsmarkt, die Bahn nur von der Innenstadt zum Hauptbahnhof und wieder zurückfahren lassen. Es ist die Vorzugslösung auch deshalb, weil es einfacher geht, weil nicht das schwierige Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Es ist die Vorzugslösung,
weil wir Grundstückseigentümer von allen Grundstücken dort sind, die wir benötigen. Das sind für mich drei gewichtige Punkte, warum ich auch persönlich dies so sehe. Aber die Zeitschiene ist trotzdem, wir müssen noch warten bis 2023, die Mühlen mahlen halt so langsam. Ne? Also wir geben alles und auch auf Hochdruck, wenn es ein halbes Jahr eher wird, ist die Freude groß. Das ist die gegenwärtige Zeitplanung und ich wünsche es mir auch und ich halte es auch für wichtig, dass wir dann auch hier mit einer Mehrheit von unseren Stadträten ausgestattet werden, dass wir so vorankommen können. Froh ist man auch seitens der städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau in die Planung des Projekts involviert zu sein. Genau, ist für uns ein wichtiges Thema. Wie bekommen wir die Menschen mobil in Zwickau? Wie bekommen wir insbesondere die Menschen mobil, die vom und zum Hauptbahnhof wollen, als Erschließung zum überregionalen und perspektivisch auch zum Fernverkehr? In dem Sinne sind wir sehr froh, dass in dieses wichtige Projekt Hauptbahnhof nun Bewegung reinkommt. Und wir freuen uns, dass unsere Ideen bezüglich der Vorzugsvariante hier auch ganz starken Eingang gefunden haben. Was sind denn nun aber genau die Vorteile der sogenannten Vorzugsvariante aus Sicht der SVZ? Die Vorzugsvariante zeichnet sich dadurch aus, dass wir einerseits wieder elektrisch zum Hauptbahnhof fahren, aber im Ereignisfall auch die Möglichkeit haben, aus Richtung Marienthal und aus Richtung Innenstadt in dieselbe Richtung zurückzuwenden. Das ist vor allem wichtig bei Störungen, natürlich auch bei Baumaßnahmen, dass wir hier eine gewisse Flexibilität haben und das Störungsausmaß gering halten können. Dafür haben wir gesagt, brauchen wir nur ein Gleis. Wir brauchen da oben keine Zweigleisigkeit, weil alle Bahnen gegen den Uhrzeigersinn da rumfahren, sich also auch nicht im Weg stehen. Und in dem Sinne sind wir sehr froh, dass es diese Vorzugsvariante nun gibt. Während des Medientermins fielen immer wieder Begriffe wie Komplexmaßnahme oder modulares Bauen. Das haben wir dann beim Leiter des Tiefbauamtes noch einmal genau hinterfragt. Also unter modularer Bauweise müssen sich die Zwickauer vorstellen, dass unser Ziel, unser höchstes Ziel ist, den Bahnhofsvorplatz ohne großes Genehmigungsverfahren vorab zu realisieren. Das heißt, dass wir sozusagen das Planfeststellungsverfahren abkoppeln, also sprich Querspange Straßenbahn zur Werderauer Straße und Innenstadtagenda von der Reichenbacher Straße zur Werderauer Straße, das ein Projekt für sich wird und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes nach Möglichkeit vorgezogen wird. Das ist unser großes Ziel, damit man auch zeitnah sieht, hier tut sich was. Es ist ja trotzdem ein großes, deshalb heißt es ja auch ein großer Komplex, was da getan wird. Und das bedarf ja auch, wir haben es heute gehört, Zustimmung, Stadträte, es muss viel Geld in die Hand genommen werden. Wie wird es denn jetzt konkret angegangen? Wie ist der weitere Werdegang? Also wir haben ja gestern den Stadtrat über die Ergebnisse der Vorplanung informiert. Der nächste Schritt ist, dass wir im Bauausschuss am 5. Oktober die Vergabe der weiteren Planungsleistungen beauftragen lassen wollen. Das ist die Leistungsphase 3 und die Leistungsphase 4, also Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Und wenn dieser Beschluss gefasst wird, dann geht es ganz konkret an die Weiterführung der Entwurfsplanung. Und das ist die Hauptarbeit dann für das Jahr 2021. Für die Neugestaltung des Zwickauer Bahnhofsvorplatzes wurden im Haushalt der Stadt 10 Millionen Euro eingeplant. Seitens der Stadt hofft man auf eine Förderung in Höhe von 65%.